Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von den Kochen mit Mama. Ich vertrete sie heute wieder und ich stelle euch jetzt mal vor, was wir für unser neues Rezept brauchen. Heute kochen wir Cookies und zwar dafür brauchen wir Eier, Schokoladenchips. Wir haben aber Tarte Schokolade einfach klein gehackt, dann ein bisschen Natron, Zucker, Mehl und Butter. Also für den ersten Schritt wird die Butter mit einem Mixer schön geschlagen. Ich stelle es jetzt einfach auf Stufe 3. Während unsere Butter jetzt schäumig geworden ist, geben wir etwas Zucker dazu. Und das wird jetzt 3 Minuten weiter gerührt. Nun geben Mara und ich jeweils ein Ei dazu. Jetzt haben wir Natron und Mehl zusammengegeben und jetzt heben wir es unter den Teig. In diesem Schritt darf nie im Leben ein Mixgerät benutzt werden. Zu dem glatten Teig geben wir jetzt unsere selbstgemachten Schokowürfel dazu. Und zuvor hatten wir noch eine kleine Prise Salz dazu gegeben. Unser fertigen Teig formen wir jetzt in Kügelchen und packen sie dann auf unser Backblech. Genau, eigentlich sollte hier auch noch Backpapier liegen. Und wir legen dann die Kügelchen mit einem gewissen Abstand drauf, weil die Kügelchen sonst sehr doll verfließen und ineinander verfließen. Jetzt formen wir mit unseren frisch gewaschenen Händen die Cookies zu Kugeln. Okay, und unsere Cookies backen jetzt für ungefähr 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad Umluft im Ofen. Super. Also das ist jetzt unser Endergebnis von den Cookies. Das ist zwar jetzt nur einer, weil die anderen sind ein bisschen hässlich geworden, aber schmecken.